Vielen Dank, Kollege Kummer. Das Wort hat der Kollege Dirk Graf, FDP-Fraktion. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Internet ist eine großartige Sache und gehört mittlerweile selbstverständlich zu unserem Alltag dazu. Aber leider lauern im Internet auch viele Gefahren für die Nutzer. Der kriminellen Energie einiger Menschen scheint auch hier kaum eine Grenze gesetzt zu sein. So sind wir mittlerweile bei über 86.000 Straftaten im Bereich der Internetkriminalität angekommen. Und wir dürfen von einer großen Dunkelziffer aufgrund des Meldeverhaltens bzw. der teilweise schweren Feststellmöglichkeiten Betroffener ausgehen. Der Bereich Internetkriminalität umfasst neben der verabscheuungswürdigen Kinderpornografie, die immer im Zusammenhang mit Internetkriminalität genannt wird, unter anderem die Delikte Computerbetrug, missbräuchliche Nutzung von Telekommunikationsdiensten, Fälschung beweiserheblicher Daten, Täuschung im Rechtsverkehr, Computersabotage sowie Ausspähen, Abfang von Daten einschließlich Vorbereitungshandlungen. Weiterhin gibt es auch noch eine Vielzahl von Straftaten, die über das Internet verabredet werden. Im vorletzten Jahr gab es in Deutschland genau 85.960 Straftaten im Bereich der Cyberkriminalität. Es wird schnell deutlich, dass wir hier Handlungsbedarf hatten und weiterhin haben werden und dass wir in Hessen recht gut aufgestellt sind, was die Bekämpfung von Internet- bzw. Cyberkriminalität angeht. Darauf darf man sich selbstverständlich nicht ausruhen, und wir werden die weitere Entwicklung beobachten. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und von der CDU, wir sind froh in Hessen über die gute Arbeit unserer Experten bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Aber vielleicht sollten wir hier im Hessischen Landtag bzw. Sie zukünftig auf ein solches Loblied eines Antrags, in dem es größtenteils darum geht, dass Sie sich selbst auf die Schulter klopfen, verzichten. Bitte sehen Sie es mir nach, aber als ich Ihren Antrag gelesen hatte, hatte ich wirklich den Eindruck, ein Werbeschreiben zu lesen. Laut Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, würdigt und unterstützt der Landtag die erfolgreiche Arbeit der Hessischen Zentrale zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Ja, natürlich würdigen, begrüßen und unterstützen wir die Arbeit der ZIT. Warum denn auch nicht? Wenn es Ihnen in diesem Antrag um Wertschätzung der guten Arbeit geht, dann hätte es hierfür auch andere Möglichkeiten und Wege gegeben. Es ist schön für Hessens Bürgerinnen und Bürger, dass im Bereich der Internetkriminalität gut gearbeitet wird. Aber Ihr Eigenlob hätten wir hierzu wirklich nicht gebraucht. Damit komme ich jetzt auch schon zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unsere Internetexperten leisten gute Arbeit. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Kollege Graf. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben gerade bei uns in der Fraktion diskutiert, ob wir nicht eine Möglichkeit finden, auch hier im Landtag unerwünschte Werbesendungen zurückschicken zu können. Aber offensichtlich müssen wir uns leider damit beschäftigen. Meine Damen und Herren, in dem Antrag steht der wunderschöne Satz, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Einerseits ist dieser Satz so normativ wahr, wie offenkundig alltagspraktisch nicht eingelöst. Denn ansonsten müsste diese Floskel nicht permanent wiederholt werden. Wenn das Internet aber weiterhin einem rechtsfreien Raum ähnelt,
dann müssen wir uns doch fragen, ob die Lösungsansätze, die Sie verfolgen und für die Sie sich gerade wieder loben, die richtigen sind. Und müssen mal genauer diskutieren, was denn eigentlich notwendig ist, damit wir diesen normativen Satz, dass wir keinen rechtsfreien Raum auch nicht im Internet zulassen wollen, was wir denn dann wirklich tun müssen. Ich will hier gar nicht in Abrede stellen, Frau Kühne-Hörmann, dass die als hessische Justizministerin seit Jahren auf diesem Felde Vorstöße unterbreiten. So konnten Sie, nachdem im Januar ein 20-Jähriger eine große Menge persönlicher Daten über Politikerinnen und Prominente veröffentlicht hat, schnell und sehr konkret einen rechtspolitischen Vorschlag vorlegen. Wir erinnern uns, damals war die Empörung groß. Manche sprachen von einem Angriff auf die Demokratie und forderten Konsequenzen bis zum Hackback, also die Daten von den Servern aus der Ferne löschen zu können. Nur zwei Tage nach der Festnahme forderte Justizministerin Kühne-Hörmann in der FAZ strafrechtliche Konsequenzen für den digitalen Hausfriedensbruch. Die Konkretheit ihrer Forderung mag auch daran liegen, dass dieser Vorschlag eine Art rechtspolitischer Wiedergänger ist, der immer wieder auf die Tagesordnung kommt. Er stammt aus einem hessischen Gesetzentwurf von 2016. Der kam, nachdem er damals abgelehnt worden war, im Jahre 2018 noch einmal ins Gesetzgebungsverfahren, wurde aber wieder auf Eis gelegt. Und auch bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes 2018 war der hessische Vorschlag für die Schaffung eines Straftatbestandes digitaler Hausfriedensbruch auf der Tagesordnung. Nun findet sich diese hessische Initiative, für die Sie sich in den Absätzen Ihres Antrags wieder so loben, im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wieder. Deswegen müssen wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Der Entwurf für dieses IT-Sicherheitsgesetz beinhaltet eine ganze Reihe neuer Straftaten und Strafverschärfungen, von digitalem Hausfriedensbruch, Darknet-Kriminalisierung bis hin zu Staatstrojanern gegen Hacker. Ich sage ganz deutlich, das hat nichts mehr mit defensiver IT-Sicherheitspolitik zu tun. Wir müssen an dieser Stelle, und vielleicht werden wir das in den Beratungen im Ausschuss auch gemeinsam tun können, einmal zu den notwendigen Abwägungen zurückkommen, mit welchen Instrumenten wir denn arbeiten. Frau Förster-Hellmann, ich habe mit Interesse gehört, dass Sie zumindest angedeutet haben, dass wir beim Darknet auch eine Nutzergruppe haben, die wir unterstützen wollen, die also anonym arbeiten wollen, ohne dass sie kriminell sind. Aber wenn wir diese Abwägungen vornehmen, dann können wir nicht pauschal das Darknet unter den Kriminalitätsvorwurf stellen. Meine Damen und Herren, wer private Daten ausspäht oder abfängt, macht sich bereits jetzt strafbar. Dafür brauche ich keine Strafrechtsverschärfung. Was Sie zudem machen, Sie schaffen einen neuen Straftatbestand, wenn jemand Daten plant, zukünftig zu veröffentlichen und dadurch betroffenen Personen Nachteile entstehen können, soll ein neuer Straftatbestand geschaffen werden. Aber auch das Persönlichkeitsrecht ist in unseren Straftaten bereits geschützt. Meine Damen und Herren, Sie machen beziehungsweise auf Bundesebene in dem Gesetzentwurf, Computerstraftaten zu sogenannten schweren Straftaten. Das hat nicht nur eine Strafrechtsverschärfung zur Folge, sondern damit dürfen die Behörden zukünftig nicht nur Telefone abhören, sondern sogar Quellen-TKÜ, also Staatstrojaner, einsetzen gegen diese Kriminalität im Internet. Ich mache da mal zumindest ein großes Fragezeichen dran und möchte gerne abwägen, ob dort nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Ich hatte es bereits schon angesprochen. Anonymität ist sicherlich dazu geeignet, beim Begehen von Straftaten zu helfen. Und dass wir das abstellen müssen, da sind wir alle einer Meinung. Aber
Es gibt eben auch legitime Notwendigkeiten von Anonymität. Anonymität ist auch Bestandteil des Grundrechts auf Meinungsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung und ermöglicht erst die Arbeit von vielen Journalistinnen und Aktivisten. Auch daran müssen wir denken. Meine Damen und Herren, auch für die Marktplätze, die Sie auch in Ihrem Antrag erwähnen, schon heute ist es strafbar, Marktplätze für illegale Waren und Dienstleistungen zu betreiben. Dazu brauche ich keine Strafrechtsverschärfung. Auch Herr Müller war es, glaube ich, hat ja die Missbrauchsplattform Elysium erwähnt, wo lange Haftstrafen ausgesprochen werden können. Bei bestehender Rechtslage dafür brauche ich keine Strafrechtsverschärfung. Im Gegenteil, das, was Sie jetzt planen und auch in Ihrem Antrag an Begriffen verwenden, Begriffe wie Darknet, Darknet-Markt, diese Begriffe sind schon im allgemeinen Sprachgebrauch ungenau und verwirrend. Je nach Kontext sind ganz unterschiedliche Dinge damit gemeint. Und das jetzt als Rechtsbegriff einzuführen, ich mache ein großes Fragezeichen daran, ob das hilfreich sein kann. Eine letzte Bemerkung heute Morgen von mir. Noch einmal zu dem legitimen Nutzen von Teilen des Internets, die sich der Überwachung verschließen. Wer hier nicht mit berücksichtigt, dass die Bedeutung dieser Infrastruktur für eine unüberwachte Kommunikation, z.B. für Whistleblower oder auch politisch Verfolgte in anderen Staaten hat, wer das als schon die Ermöglichung oder Erleichterung von Straftaten beschreibt, der behindert eindeutig politische Tätigkeiten. Und ich sage ganz eindeutig, das wollen wir nicht. Da müssen wir sorgfältiger formulieren, da müssen wir sorgfältiger überlegen. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Es bedarf, so ist unsere Meinung, einer reflektierten und sachkundigen Diskussion über die Möglichkeiten der Digitalisierung auch der deutschen Sicherheitsbehörden, vor allem der Polizei, deren Rolle in der Gesellschaft, in der der globale digitale Raum ein ganz selbstverständlicher Teil unseres Alltags geworden ist. Diese Diskussion sollte weder getrieben sein von Technologiegläubigkeit noch von irrealen Ängsten vor Robocops. Die Fragen, die gestellt werden müssen, haben vielmehr zu tun mit einer klaren Positionierung von Polizei, mit der Schaffung eines gesellschaftlichen Konsens über diese Position sowie mit der Schaffung angemessener organisationaler wie rechtlicher Rahmenbedingungen als Voraussetzung für die Umsetzung einer umfassenden, auch digitalen Polizeiarbeit. Wenn dabei etwas Gutes rauskommt, loben wir auch. Im Moment ist dieser Lobhudelantrag nicht zustimmungsfähig. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat die Justizministerin. Frau Staatsministerin Kühne-Hermann, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zunächst sagen, ich bin sehr dankbar den Koalitionsfraktionen, dass sie diesen Antrag heute eingebracht haben und dass sie den Setzpunkt angemeldet haben, weil wir heute über ein Thema reden im Bereich der Digitalisierung, in dem es um die Bedrohungspotenziale geht. Und wenn man das Internet frei nutzen will, dann müssen wir uns in einem Rechtsstaat auch mit diesem Thema beschäftigen, ohne am Ende die Vorteile nicht mehr nutzen zu können. Das ist das aktuellste Thema, was wir im Moment haben, und es gehört ins Parlament genau dahin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will mich an allererster Stelle bedanken bei all denjenigen, die in diesem Bereich jeden Tag arbeiten. Und das sind die Internetstaatsanwälte, die nämlich diese Straftaten jeden Tag ermitteln und diejenigen sind, die seit 2010 eine rasante Entwicklung gesehen haben, was an neuen Straftaten täglich neu hinzukommt und an neuen Phänomenen. Weil alles, was in der digitalen Welt möglich ist, wirkt sich am Ende
auch als Bedrohungspotenzial möglicherweise aus. Und deshalb sind diejenigen, die 2010 angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das waren die Vorreiter, das waren ganz wenige. Heute haben wir das Personal in diesem Bereich verdreifacht, und wir haben dort Staatsanwälte, die jeden Tag den Rechtsstaat bewahren, indem sie neue Phänomene finden. Deswegen gilt mein ganz herzlicher Dank all denen, die das jeden Tag machen. Und einer meiner Vorredner hatte schon gesagt, ganz besonders schwer haben es die, die sich mit Phänomenen beschäftigen, die kaum zu ertragen sind. Und das ist das große Thema der Kinderpornografie. Wenn es keine Menschen gäbe bei Polizei und Staatsanwaltschaft, die sich diesem Thema widmen würden, dann würden wir noch mehr Opfer haben und keine Täter haben. Und deswegen will ich an dieser Stelle herzlich allen danken, die sich jeden Tag damit beschäftigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 2010 war das eine Chance für die Generalstaatsanwaltschaft mit der ZIT und der Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt, an allen aktuellen Fällen sofort nah dran zu sein in Hessen. Und deswegen jeder Fall, der ermittelt wird und der im Internet eine große Rolle spielt, der hat am Ende auch mit hessischen Behörden zu tun. Und deswegen ist bei jedem aktuellen Fall am Ende der hessische Part ein ganz entscheidender, von dem alle anderen Generalstaatsanwaltschaften heute auf Bundesebene profitieren. Von 2010 bis heute hat sich das Internet, aber auch die kriminelle Energie im Internet massiv gewandelt. Mit jeder Aktion mehr gibt es natürlich auch mehr Kriminelle im Netz. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, will ich sagen, all denen, die gesagt haben, wir müssen uns das genau angucken, was wir an Vorschlägen machen, alle Vorschläge, die wir in Hessen gestartet haben, kommen aus der Praxis. Sie kommen von den Vorschlägen der Internetstaatsanwälte, die Strafbarkeitslücken sehen bei ihren Ermittlungen, die also von der analogen Welt in die digitale Welt versuchen, das, was wir an Straftatbeständen und an rechtlichen Regeln haben, zu übertragen und feststellen, dass diese Phänomene nicht eins zu eins mit dem zu handeln sind, was wir in der analogen Welt haben. Und deshalb ist jeder einzelne Vorschlag, den wir in Hessen machen, ein Ergebnis der Praxis, dass die Internetstaatsanwälte feststellen, dass das, was alle meinen, müsse verhindert werden, mit dem Regularium, was wir haben, nicht verhindert werden kann. Und deshalb brauchen wir eine digitale Agenda für das Recht in der digitalen Welt. Dieser einfache Satz hat auf Bundesebene bei den Justizministern Herrn Maas und Frau Barley 5 Jahre gedauert, bis eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden ist, die sich mit diesem Thema beschäftigt. 5 Jahre ignoriert, dass das ein Thema ist. Und das ist am Ende das Ergebnis, dass es mehr Opfer gegeben hat in diesen Bereichen, als wenn man viel früher damit angefangen hätte. Ich sage ganz deutlich, wir in Hessen können so eine Arbeitsgruppe nicht alleine anlegen. Und heute liegen die ersten Arbeitsergebnisse dieser Arbeitsgruppen vor. Und jeder, der über Theorie redet, und Herr Dr. Wilken, Sie haben alles vermischt in diesem Bereich. Sie haben die Kriminellen in den Plattformen vermischt mit denen, die aus oppositionellen Gründen versuchen, in ihren Staaten ein demokratisches System hinzukriegen. Das eine, das ist pure Inkompetenz und Unwissenheit. Das eine hat mit dem anderen nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und deswegen kommt es darauf an, auch zu sensibilisieren, heute hier im Parlament, gegenüber allen, die damit zu tun haben. Jeder von uns hat die elektronischen Geräte hier dabei und wahrzunehmen, was da eigentlich passiert. Wir haben bei all den Internetstraftaten Anstiege. Und wir glauben, das sind die Daten vom Bundesinnenministerium und von der PKS auf Bundesebene, dass 90% aller entsprechenden Taten überhaupt nicht angezeigt werden, selbst wenn sie gemerkt werden. Und diese hohe Quote führt dazu, dass am Ende die Phänomene von den Ermittlern nicht umfassend aufgeklärt werden können. Und wir haben viele Phänomene, die erst durch Internetermittlungen zustande kommen, wie eben jetzt auch bei der zweitgrößten Plattform, der Wall Street-Plattform, die jetzt dabei ist, ein Stückchen Licht in dieses Dunkel zu bringen. Ich will erwähnen, dass die Sicherheitslücken, die wir haben, durch Botnetze, durch verschiedene Cyberaktivitäten, durch Schadsoftware, durch alle möglichen Dinge weiter steigen.
Das Thema Hate Speech ist im Koalitionsvertrag, und dafür bin ich sehr dankbar, ausdrücklich genannt. Beim Thema Hate Speech ist es so, dass das eine Zunahme erlangt hat mit einer Beschädigung, die es im realen Leben gar nicht mit. Das, was an Hass durchs Internet geht, hat viel mehr Nutzer, und das Opfer ist ganz anders betroffen als in der realen Welt. Deswegen müssen wir uns auch in diesem Bereich den Themen widmen. Ich will einen neuen Bereich nennen, der mir ganz besonders wichtig ist und der häufig überhaupt nicht im Fokus steht. Das sind nämlich die Cyberattacken in dem wirtschaftlichen Bereich. Inzwischen ist es so, dass 2016 und 2017 Daten vorliegen, dass 70% aller deutschen Unternehmen in den 2 Jahren Cyberattacken hinnehmen mussten. Und bei den Cyberattacken, die im wirtschaftlichen Bereich gestartet worden sind, ist auch die kritische Infrastruktur in Teilen betroffen gewesen. Und wenn man diese Zahlen sieht, dann müssen wir in Deutschland nicht nur jeder Bürger, sondern auch jedes Unternehmen offener damit umgehen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Das Internet der Dinge, mit dem wir uns heute alle beschäftigen, also der freilaufende Rasenmäher, der selbstbestellende Kühlschrank und ähnliche Dinge mehr, sind die Hauptgefahr am Ende auch für diese Angriffe. Und wir können mit den jetzigen Instrumentarien nicht alles verurteilen, was wir am Ende ermitteln würden. Und deswegen dient der heutige Setzpunkt am heutigen Vormittag auch dazu, dass man bei diesen Dingen sensibilisiert. Uns alle, die wir hier sitzen, die Unternehmen, offen darüber zu reden und auch darüber zu reden, dass wir unsere Demokratie nicht angreifen lassen dürfen durch Fremde, die mit Maßnahmen im Internet für Destabilisierung sorgen. Wir wissen, dass das in vielen Wahlkämpfen passiert ist. Bei der Europawahl gibt es bei der Europäischen Kommission ein ganzes Team, das sich damit beschäftigt, dass keine Angriffe bei der Europawahl so leicht stattfinden können. Das scheint bisher, so will ich mal vorsichtig formulieren, gelungen zu sein. Aber wenn es darum geht, das in den Blick zu nehmen, dann muss man sich auch über diese Themen unterhalten, die in einer freien Gesellschaft nicht hinnehmbar sind, wenn Demokratien durch solche Angriffe am Ende destabilisiert werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Feld wird uns weiter beschäftigen. Ich kann sagen, das, was im Koalitionsvertrag steht, an einzelnen Maßnahmen ein Stückchen weiterzukommen, das, was in der Praxis ermittelt wird, rechtssicherer zu machen, Opfer zu schützen und Täter zu ermitteln, werden wir in den nächsten Jahren vorantreiben. Und ich wäre dankbar, wenn auch von der FDP und auch von der SPD auf Bundesebene in diesem Thema mehr Mut bestünde, die Opfer zu schützen und nicht die Täter. Vielen Dank. Verehrte Frau Staatsministerin, das war eine Punktlandung. Vielen herzlichen Dank dafür. Damit stelle ich fest, wir haben diesen Antrag besprochen und verweisen ihn in den RTA. Ist das richtig? So machen wir es. Wunderbar. Herzlichen Dank.